Hallöchen meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Battleground Commentary, heute mit Facecam. Wenn es klappt, wird das auch zukünftig so sein. Was hat sich jetzt gerade geändert? Ich habe hier mal das Klassenhallen-Set gemockt und ich spiele mal gerade mit Klinge der Tugend, einfach mal zum Ausprobieren. Läuft in PvE, lief das eigentlich ganz gut bisher und ich dachte mal, komm, probier's das mal. Ja, schauen wir einfach mal, wie das jetzt läuft. Wir haben hier Heiler mit 1, 2, 3. 3 Heiler haben wir. Wir gehen aber nicht in die Mitte und zergen. Genau, ansonsten bleibt. Genau, Alpha habe ich wieder drin. Einfach so Hard-Hitter, sage ich einfach mal. Weil das hier macht, kann schon ganz ordentlich Damage machen. Und als Red hat man ja Template. Ich habe hier plus 10%. Man hat hier 35. Oh, 35,49, also über 35% Crit habe ich hier mit Item Level 904. Ja, lasst mich doch einfach alle alleine. Und dann schaue ich einfach mal, wie das läuft. Ich hatte schon ein paar BGs damit gemacht. Also es sind das erste BG damit. Im PvE habe ich auch damit jetzt die letzte Zeit, letzten ein, zwei Tage damit gearbeitet. Und das war eigentlich gar nicht verkehrt. So, jetzt gehe ich aber auch rüber. Das lief eigentlich ganz gut. War immer ganz gut im Damage oben, also unter den Top 3 an Angriffen meistens. Von daher dachte ich mir, komm, probier's es einfach mal, wie es läuft. Hardhitter, ich habe auch wieder recht, Lawbringer habe ich jetzt auch wieder drin. Das soll das nicht weglaufen, mein Freund. Genau, Lawbringer ist wieder drin. Ah, scheiße, was mache ich denn da? Lawbringer habe ich halt auch wieder drin wegen dem extra Damage. Weil, wie gesagt, hart hitten und so. Okay. Ne, jetzt kriege ich auch nicht mehr da. Oh, ich kriege mich gerade gar nicht hin. Die hängt gerade alles. Nö. Oh, da ist ja ein Priest. Scheiße. Okay, dann werde ich jetzt sterben. Ja, okay, das war's dann. Oder? Vielleicht doch nicht. Oh cool, der Hexer ist tot, immerhin. Handauflegung noch? Cool. Der ist auch ein Priest. Die Ken nervt nicht. Ja, der nervt wirklich. Mehr Strom kickt. Oh, jetzt kommen wir doch einige. Komm her, Priest. Ich mach mal kaputt. Jedenfalls versuche ich's. So, nochmal ein Stun hinterher und. So, er ist tot, cool. Also wer auch immer hier heilt, geil, danke. Ah, der Pally ist das unter anderem. Das ist schön. Das ist echt schön. Oh, den Mage hier. Komm her. Hier geblieben. Gegenheilen. Moment, räuspern. Und schon wieder da. Oh, nervt nicht. Scheiß Hunter-Pads. Du brauchst gar nicht abhauen. Du kriegst einen Stun. Ah, da haut der Druide ab. Ist mir egal. Der Scheißhand, da geht um den Sack. Ne, du bleibst hier. Du bleibst hier. Hier kriegst du Stun. Nicht Stun, der heißt Slow. So, komm mal. Oh, Scheiße. Wir haben so viel Damage. Das war zu viel. Passiert mal, ne? So, das sieht nach AE-Gespammer aus. Jo. Mit Divine Hammer ist ja langweilig. So, hier klingende Gerechtigkeit, ne? 1 Million Damage. Ich weiß aber nicht, wo ich das gemacht habe. Das werde ich ja, glaube ich, so nicht mehr rauskriegen, aber eine Mille ist nett, ne? Das ist mehr als mit. Ah, ne, es war Rache, das Rechtssprecher. Oh, beides. Eiskalt, ne? Eiskalt. Das kann er nicht mehr procken. Wobei der Cooldown ist bei 7,98, also bei 9 Sekunden. Das geht eigentlich, denke ich, oder? Jetzt nicht so viel. So, vielleicht mal die Bob raus. Machen wir mal auf den Hunter hier. Oh, der ist nämlich tot. Jetzt gucken wir, dass wir abhauen können. Na, ah, ich werde gedrückt, war klar. Oh, da heilt mich jemand. Scheiße, das war's. Was hat mich da geheilt? Ah, der Holy Pally. Oh, das war gerade böse. Aber das ist hart hier. 1 Million, okay. Gerade des Rechtssprechers kenne ich ja, aber. Klinge der Richtigkeit. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich das gemacht habe.
Also an was oder wem? Vielleicht kriege ich es ja noch raus. Glaube ich aber nicht. Oh, wir führen mit doppelter Punktzahl. Das sind die Hunter. Alle mal verlangsamen. Komm her, Hunter. Nee, du. Du bleibst schön hier. Was man natürlich halt auch mal machen sollte, ist, oder das so nutzen. Ah, 600 kann ohne Wies und so. Rache des Rechtsprechers macht natürlich mehr Damage, wenn man vorher heilige Macht rausgebraten hat. Bis zu 32% dank des Artefakt-Trades. So, das heißt, den stunnen wir. Und dann, oh ja. Mein Gute, das ist hart. Das tut richtig weh hier. Das ist ohne Wings, ne? Wieder hier, 500er Crit. Krass, also es ist schon... Also es ist definitiv nicht zu unterschätzen. Und der Cooldown mit 8 Sekunden ist... Das sehen wir da hier. Nicht zu unterschätzen. Je mehr Crit man hat, ich habe jetzt 50%, weil ich hier Stacks hatte. Ne, habe, immer noch. Wo habe ich denn Stacks? Hä? Ich habe gar keine Stacks. Okay, da stimmt gerade irgendwas nicht. Irgendwas ist... Hä? Das muss buggy sein. Also 50% hat man normalerweise nicht, aber mit wie heißt's? Nö, du bleibst hier. Kriegst du einen Stun hinterher mit, Aura der Vergeltung. Okay. Nö, das stimmt jetzt gerade was nicht. Ah, der Aura des Moonkins, geil, stimmt. Also mit, genau, 35% und 16% kann man bei 4 Stacks mit, hier... Aura der Rache war es, genau. Vengeance Aura kann man dann nochmal auf, kommt man dann auf 51%, also das macht sich schon bemerkbar. So, und der absorbiert, aber da kam noch Damage durch. Okay, da ist die Bubble, ich heile mich selber. Sieht so putzig aus, komm her. Und zack. Schade, absorbt. Ja, scheinbar. Ich hab's wahrscheinlich nicht gesehen. Da ist der Hunter. Zack. Slow. Das ist halt alles physischer Schaden, ne? Wenn das jetzt natürlich Holy Damage wäre. Boah, scheiße. So, jetzt gibt er aber. Bam, 500k wieder. Also, es. Ja, ich finde das gut. Es ist halt alles Single Target, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ist ja kein AOE-Schaden. Aber AE macht halt jetzt in meinem Falle, halt Eifer und Rechtbringer. Ich finde das nicht verkehrt, also. So. Ah, ist ein Proc-Pal, ich wollte mich gerade sagen. Sieht irgendwie süß aus. Ja, komm mal her. Das heißt, wir hauen jetzt heilige Macht raus. Dann Rechtbringer hinterher. Klingelgerechtigkeit. Bis ich sterben. Jetzt sowieso. Schade. Jetzt wollte ich eigentlich noch die Klinge reinhauen. Muss man, wie gesagt, gucken. Also, wenn es machbar ist, immer erst heilige Macht verbrauen durch Rat des Rechtsprechers, göttlicher Sturm oder Urteil des Templars. Wort der Helligkeit geht ja genauso. Und dann erst den, dann erst die Gerechtigkeit. Denn dann macht die nämlich bis zu 32% mehr Damage. Problem. Ja. Dezent. Können wir noch irgendwie ein bisschen hochheilen? Nö, ne? Ach, scheiße. Ja, das war's dann. Schade. Das war's. Gut. Aber wir haben... Na, das sieht ganz gut aus. Noch schneller. Verlaufen. Der sieht putzig aus. Der sieht echt putzig aus. Hallo, Palli. So, jetzt haue ich natürlich das vorher raus. Oh, noch eine Bubble. Okay, das war's dann. Das war zu viel des Guten. Okay, das haben wir natürlich dann verloren. Gut, wir haben aber fast doppelt so viele Punkte wie die Alice, also sollte eigentlich kein Problem sein. Gut, der Mörderschaden ist es halt jetzt nicht so unbedingt, weil aber, wie gesagt,
Man sieht hier, göttlicher Hammer ist overpowered, wird erst mit 725 genervt. Und gut, Divine Storm rein spammen kann ich natürlich auch. Wenn man bei mir schaut, der Damage ist, ja, also mein Eifer ist ja sowieso, ist passiv, göttlicher Sturm aktiv. Also ich habe hier von diesen fast vielen, von den 74 Millionen, muss man gerade rechnen, man 7 Millionen von mir ist runter, dann ist das alles Single Target. Während bei den anderen ist das ja, ist 50 Millionen nur AE-Schaden. Und getötet haben sie dadurch jetzt bedingt, ja, also. So, AE-Schaden kann ich natürlich auch spammen. So, und wir gehen mal direkt auf den hier drauf, das machen wir kaputt. So, und jetzt stirbt er. Boah, 772.000, das ist ein schöner Hit. So, da ist der nächste tot. Ah, jetzt hab ich aufgepasst. Und komm. Das ist schön, das macht Spaß dann. So, du bleibst hier. Und. Na, schade. Also, es macht auf jeden Fall Sinn, mittlerweile damit zu spielen. Auch wenn der Schaden, beziehungsweise, ich glaube, das ist irgendwie das, was viele irgendwie so ein bisschen missverstehen. Der kritische Trefferschaden, weiß nicht, inwiefern der jetzt... Okay, ist fertig. Der kritische Trefferschaden hat ja damit, glaube ich, gar nichts direkt zu tun. Moment, das analysieren wir so mal schnell, nicht, dass ich mich da verbabbel. Keiner meckert. Wir lesen nochmal hier. Kritische Treffer durch Klinge der Gerechtigkeit verursachen jetzt das Dreifache des normalen Schadens. Jetzt ist es im PvP natürlich so, dass wir nicht 200% Schaden machen, wenn wir kritten, sondern nur 150%, also 50% weniger. Prozentpunkte weniger, so ist es richtig. In Prozent sind es nur 25. Das heißt allerdings, der Schaden, den wir mit der Klinge der Gerechtigkeit dann macht, wenn es eigentlich kritisch treffen, wenn es kritisch treffen würde, hat da überhaupt keinen Einfluss drauf. Ja, genau das ist das, was viele schon mal vergessen. Wenn ich jetzt mit Klinge der Gerechtigkeit würde, mache ich 200k und kritisch wären dann 400k. Aber Klinge der Tugend in dem Falle macht einfach den Dreifachen des normalen Schadens, also 600k, und das als Crit. Es wird ja nicht reduziert. So verstehe ich es jedenfalls. Kann aber auch anders sein. Gut. Genau, da sind wir fertig. Gut, ich sag, ja, das war's dann. Sodle, das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und wenn du es schon längst hast, ein Abonnement. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne, tschüss!